Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu unserem heutigen Webinar Big Data – wichtige Werkzeuge für den Vertrieb. Die Digitalisierung betrifft uns alle. Einerseits Herausforderung, andererseits bedeutet sie viele neue Möglichkeiten im Vertrieb. Durch die rasante Vernetzung entstehen unglaubliche Datenmengen. Und wie wir oder Sie als EPU diese nutzen können, das erklärt uns heute Experte Markus Weichselbraun. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Kurz zum Anfang, gleich noch etwas Organisatorisches. Sie sehen bei Ihnen wieder die Reiter, Chat, Fragen, Umfragen. Wir haben als erstes gleich drei Fragen vorbereitet. Bitte gleich diese alle gleich beantworten, weil die bauen wir dann in unseren Expertenvortrag ein. Herr Weichselbraun, gleich an Sie die erste Frage. Wie hilft mir Big Data als EPU im Vertrieb? Ja, das war die große Frage. Also habe ich meine Karriere im Technikbereich als Journalist begonnen. Das heißt, ich habe als Technikjournalist gearbeitet und habe mich da damit beschäftigt, eigentlich über die letzten 10 Jahre die Entwicklung mitverfolgt. Und es war spannend, weil gerade im Vertrieb ist es was, wo man jetzt mehr und mehr merkt, dass das eigentlich eins von den Themen ist, wo man als Unternehmen generell, wenn man mitspielen will, wenn man mithalten will, nicht mehr drum herum kommt, sich über den Digitalbereich Gedanken zu machen. Das fängt von der Webseite an, das fängt einfach bei ganz vielen Überlegungen auch schon im Unternehmen an, wo man als Führungskraft jetzt sagt, erstens mal, kann ich mir das leisten, dass ich das jetzt, dass ich keine Strategie mir überlege? Und wen finde ich dann? Das heißt, das sind die zwei Sachen, wo man jetzt da merkt, dass die jungen Leute, die jetzt nachkommen, für die ist das schon selbstverständlich. Und das merkt man jetzt gerade, wir sind jetzt gerade an der Schwelle, wo etablierte Unternehmen, die schon jahrelang im Business sind, jetzt sagen, Moment, erreichen wir jetzt die neue Kundschaft? Der ist 30 Jahre, der verdient 4.000 Euro im Monat, kann ich mir das leisten, dass ich den nicht ansprich? Und an der Schwelle sind wir jetzt, wo man sagt, als Einzelunternehmen, kann ich mir das leisten? Auch wenn ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht oder bin jetzt seit 3 Jahren erfolgreich, habe das gut aufgebaut. Was kann ich machen, damit ich Leute erreiche, die mich zum Beispiel persönlich nicht kennen? Und das ist was, wo man jetzt auch an der Digitalisierung, wie du gesagt hast, nicht vorbeikommt und wo es auch mittlerweile, und das merkt man mehr und mehr, darum geht, dass man fit ist mit den Begriffen, die mit der Digitalisierung verbunden sind. Und das war eigentlich der Hintergrund, wie es zu dem Webinar gekommen ist, Big Data im Kontext von Vertrieb. Weil, wenn ich jetzt komplett neu gestartet habe, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade meinen Businessplan gemacht, ich habe jetzt, im Endeffekt die Freigabe gekriegt von der Wirtschaftskammer, dass ich mir jetzt selbstständig mache, wie erreiche ich meine Kunden? Wie kann ich es erreichen? Und da würde ich jetzt gleich mal einsteigen in das Thema. Gerne. Wo ich jetzt da sagen würde, der große Kontext, den wir jetzt da haben, ist grundsätzlich mal die Zukunftsfitness. Das heißt, wie weit kann ich jetzt schon vorausplanen, wenn ich jetzt zum Beispiel investiere, wenn ich sage, was für Tools brauche ich, damit ich meine Kunden erreiche, was ist da wichtig? Und ich habe da die Illustration genommen, einfach weil es zeigt, wie die Vernetzung ist. Und das ist, by the way, ist eine Grafik, das ist eine offizielle EU-Grafik, glaube ich, wo es darum gegangen ist, wie können wir Unternehmen in der EU unterstützen bei der Digitalisierung im Kontext von Banken, online. Ich habe sowieso schon das Thema der Sicherheit, wie sichere ich meine Daten ab, DSGVO. Das heißt, ich muss jetzt auch dafür sorgen, dass meine Kundendaten jetzt nicht nur, dass ich nicht nur Zugriff darauf habe, sondern dass ich nachweisen kann, wann ich auf Kundendaten zugreife, beziehungsweise wofür ich es verarbeite und wie ich das Ganze absichere. Und das ist eigentlich ein Thema, wo man sagt, mittlerweile ist das was, wo jemand, der heute schon bei Gründung keinen Plan dafür hat, keine Digitalstrategie, der zahlt dann entweder später, im schlimmsten Fall, weil das ist jetzt das, was man auch, wo man sagt, okay, jetzt kann keiner mehr sagen, ich habe halt keinen Computer oder so, weil wenn ich jetzt als Kunde anfrage, welche Daten hast du und wem gibst du sie weiter oder wofür verwendest du sie, dann habe ich ja Recht darauf, dass ich innerhalb von 4 Wochen Antwort kriege. Und das war für mich eigentlich der Einstieg da jetzt in das Thema, wo ich jetzt da gesagt habe, okay, was kann man jetzt tun, was hilft Einzelunternehmen, beziehungsweise Unternehmen generell. Weil eins von den Themen, die jedes Unternehmen braucht und wo es egal ist, ob ich das jetzt analog oder digital mache, ist Vertrieb. Und wie wir am Anfang gesagt haben, kann ich mir das leisten, dass ich jetzt die potenziell 100 Leute
nicht anspricht, ja, die ich über das Internet erreichen kann, die ich über Digitalstrategie erreichen kann. Und das wäre jetzt der Punkt, wo ich jetzt mal sagen würde, da können wir mal schauen. Du hast ja vorher gesagt, du hast selber ein Beispiel, ja, wenn man sagt, okay, so zum Veranschaulichen als Einzelunternehmerin, ja, was werden für dich jetzt, wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt in die Rolle von einer Gründerin oder von einer EPU? Beispiel EPU, ich habe eine Boutique, gerade übernommen. Okay. Und mache vielleicht jetzt auf Facebook-Seiten. Machst vielleicht, hast du noch keine? Ich glaube, ich mache jetzt eine. Okay, weil super. Ich bin ja fortschrittlich, Digitalisierung, irgendwas muss ich mir ja sichtbar machen. Ja, super, passt. Bist du in einem ländlichen Bereich oder wo hast du die Boutique? Ja, am Land. Ja, das ist schon mal super, weil am Land, ja, was da zum Beispiel, was da super ist, ist, dass du zum Beispiel ein Kundennetzwerk schon übernimmst. Wenn du jetzt sagst, du übernimmst das schon, dann gibt es schon Leute, die Boutique kennen, ja, und du kannst jetzt einen frischen Wind reinbringen. Das heißt, das wäre so ein klassisches Beispiel, weil man gerade dort, ja, was halt über Jahrhunderte lang funktioniert hat, ist, dass man einfach sich gegenseitig empfiehlt, dass man weiß, okay, ja, das ist die Katrin, ja, wenn du was brauchst, gehst du zu der jetzt oder gehst in die Boutique. Ja. Und online ist es was, wo man halt jetzt, wenn du jetzt sagst, du gehst auf Facebook, ja, und machst jetzt eine Webseiten, wo man sagt, ist es vom Prinzip her so, dass die Leute dann sagen können oder dass du dann Teil davon sein kannst, wenn die Leute sich online was empfehlen. Ja. Weil gerade die neue Generation, ja, die reden oft nicht mehr so, man braucht nur mit einem Bus fahren oder so, ja, dann sitzen alle da, ja, mit dem Handy, ja, man schreibt sich das gegenseitig. Ja. Und du wärst dann quasi auch mit im Dialog, wenn du jetzt sagst mit der Facebook-Seite, wenn du das gescheit machst, dass du dann mit den jungen Leuten, ja, die vielleicht gar nicht mehr zu dir ins Geschäft kommen, ja, ja, weil das ist nämlich das, wo man sagt, okay, was bringt mir das, was bringt mir jetzt Big Data oder die Digitalisierung, genau, ja, weil im Endeffekt, das kostet mir als erstes mal mehr Arbeit. Ich muss mich hinsetzen, muss das machen, ja, und da geht es jetzt im Endeffekt auch darum, da würde ich jetzt einmal schauen, ja, was wir jetzt bei der Umfrage auch für Ergebnisse zurückkriegen, ja, wo jetzt einfach auch, wo man sagt, okay, da gibt es schon Leute, die haben da schon eine Strategie, weil mit Facebook fangen sie nur an. Also Facebook, ist meistens Facebook so ein erster Schritt? Von einer Digitalisierungsstrategie, ja, wenn man jetzt sagt, du gehst zur Wirtschaftskammer und sagst, bitte helft's mir, wäre eigentlich die Facebook-Seiten dann eigentlich der letzte Schritt in der Kette von Überlegungen, wo man sagt, wer bist du, was passt zu dir, ja, was ist für dich das, was du in dein Geschäft gut einbauen kannst, und dass man dann von dort schaut, welche Mittel, welche Tools helfen dir am besten. Das heißt, bei dir kann es auch was sein, dass du sagst, ich brauche einen Messeauftritt, ja, oder für mich hilft es am meisten, ich bin am besten, wenn ich unter Leid bin, ja, und dann kommen die Empfehlungen, weil jeder, der mich erlebt hat, ja, der sagt dann, na, da musst du zu Katrin schauen, ja, zum Beispiel. Und was du dann machen kannst, ist, dass du das dann quasi online möglich machst, dass sie die Leute sofort am Handy weiterschicken können, ja, weil das die neue Generation ist. Ja. Da schickt man sofort am Handy und mit einem Social-Media-Profil zum Beispiel, hast du die Möglichkeit, dass du, sag ich jetzt mal, ein Produkt oder irgendwas, was du besonders gut kannst, sofort hundertfach verteilen kannst. Das heißt, das ist ja das, wo man sagt, das verbreitet sich viral. Ja? Wenn man sagt, man hat jetzt ein Video, ein Artikel oder ein Produkt, ja, und das verbreitet sich weiter und weiter empfohlen. Ja? Und das ist was, wo wir eigentlich schon genau in dem Kontext von Big Data sind, weil wir dadurch Plattformen nutzen oder, ich sage jetzt mal, Firmen, Internetseiten, die eigentlich nichts anderes machen, als Unternehmer bzw. Benutzer, User miteinander zu verknüpfen. Und das wäre zum Beispiel auch für dich was, wo du dann sagst, in der Strategie, wer ist jetzt meine Zielgruppen, ja, wenn wir ansprechen. Und dann würde man sich das anschauen, ja, wenn es darum geht, dass man sagt, okay, wie kann ich mich jetzt zukunftsfit machen? Das wäre jetzt mal grundsätzlich so der Kontext. Wäre da für dich was, wo du sagst, okay, da kannst du dir ja vorstellen, dass du in einem bestimmten Bereich noch sagst, das möchte ich unbedingt machen, ja, digital. Das kommt jetzt darauf an, was du mir noch alles erzählst. Vielleicht dann schon. Ja, super, passt. Was wir von dann dir noch erfahren. Also ich fange mal mit Facebook an, mit meiner Boutique, und dann schaue ich, was ich vielleicht noch besser machen kann. Super, passt. Dann können wir mal schauen, was wir an Rückmeldungen gekriegt haben. Die Frage war, wo sehe ich in meinem Unternehmen das größte Wachstumspotenzial in der Digitalisierung? Zur Auswahl haben wir gehabt Webseitenoptimierung, Onlineshop, Point-of-Sales-Veranstaltungen, Online-Marketing oder mobile digitale Kundenverwaltung. Das Online-Marketing ist bei diesen vier Auswahlmöglichkeiten also mal der absolute Spitzenreiter. Mhm. Was sagst du? Platz 2 wäre die Webseitenoptimierung,
dann die Kundenverwaltung und Point of Sales haben wir soweit einmal nichts, aber was sagst du zum Ergebnis? Ich finde, also es ist sehr in einer Linie mit dem, was die Marktforschung sagt. Ja. Also die Wirtschaftskammer gibt immer wieder Berichte raus, beziehungsweise wo man jetzt einen KMU-Reporter gesehen hat, dass das einer von den Bereichen ist, wo das größte Bewusstsein da ist. Point of Sales, Veranstaltungen ist jetzt zum Beispiel was, was ich sehr interessant finde, oder wo ich sage, da finde ich es jetzt bezeichnend, dass jetzt, oder überraschend auch, dass jetzt gar nichts gekommen ist. Ja? Mhm. Warum überraschend? Weil das einer von den Bereichen ist, wo bis jetzt die Digitalisierung noch nicht angekommen ist. Das heißt, so wie bei dir in der Boutique, ja, da sagt man, ich habe mein Geschäft, das habe ich 30 Jahre lang so gemacht und das wird auch weiter so laufen. Ja. Man versucht halt, was aber Sinn macht, ja, man macht digital, also Online-Marketing, man sucht neue Kunden zu gewinnen. Ja. Und ist für mich jetzt eigentlich ein perfekter Einstieg in die Präsentation, ja, weil wir haben ja noch zwei andere Fragen, beziehungsweise Fragen, wo wir dann noch darauf eingehen. Ja. Das heißt, die sehen Sie dann auch auf der rechten Seite, die können Sie jetzt schon beantworten, laufend. Und eigentlich würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt eigentlich das größte Potenzial, haben wir jetzt mal Online-Marketing. Ja. Was kann ich damit machen, beziehungsweise was für Beispiele gibt es? Ja. Da würde ich jetzt mal gleich einsteigen. Was gibt es für Beispiele, wo man sich schon anschauen kann, wie haben die das gemacht? Weil gerade Big Data ist ein Bereich, den hat es vor 20 Jahren noch nicht so gegeben, wie wir das heute kennen. Ja. Und eins von den Unternehmen, ja, die wir im Bereich User Experience auch immer wieder gerne als Beispiel nehmen, wenn man Big Data erklären will, ist eine Firma, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, heißt Amazon.com. Die haben so mal vor 20 Jahren einen Online-Shop gemacht, wo man Bücher kaufen hat können und Filme bzw. Musik. Hat damals nicht ausgeschaut, als würden sie es schaffen. Ja. Sie haben aber auch Sachen sehr gut und besser als alle anderen gemacht. Sie haben sich absolut auf das sogenannte User Experience konzentriert. Das heißt, auf das, was der Kunde gerne hätte, beziehungsweise wo er sagt, das kennen wir besser als das Büchergeschäft. Und haben es geschafft, dass sie Online-Experience geschafft haben, wo man sie vom Computer setzen hat können und sie Bewertungen anschauen hat können zu Sachen, wo man nicht sicher war, wo man gesagt hat, nein, der Verkäufer, der will mir das nur verkaufen, ja, der erzählt mir alles, damit ich es kaufe, da vertraue ich mehr. Ja, und haben es geschafft, dass sie da die Kunden eine Plattform bieten, wo sie sich selber informieren können und wo wir im Endeffekt einen kundenzentrierten Online-Marktplatz geschaffen haben, der sich jetzt zu dem One-Stop-Shop quasi entwickelt hat, wo man mittlerweile alles kriegt, von der Zahnpasta ja, bis zum Beamer. Ja. Und das alles mit einem integrierten Kundenverwaltungs- und Bezahlsystem, wo ich mit meinem Kundenkonto, wo ich einfach nur mehr klick, 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 kauf, fertig und zwei Tage später habe ich es. Ja, idealerweise. Und was aber da zum Beispiel bezeichnen war bei Amazon, warum das ein Beispiel in dem Kontext von Digitalisierung ist, Amazon hätte es mit dem Geschäft alleine eigentlich nicht geschafft, wenn sie nicht ihre Rechenleistung für andere zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, Amazon hat da dann gesagt, Moment, wir haben so viel Rechenzentrum, also Rechenleistung, dass wir das an andere verkaufen können. Und sind damit der größte Anbieter von Online-Digital-Rechenleistung geworden, beziehungsweise sind der größte Big-Data-Anbieter. Und damit haben sie eigentlich auch die Plattform geschaffen, dass ganz viele andere Unternehmen, von Netflix bis hin zu was gibt es nun? Dass die ganzen App-Entwickler, ja, die meisten Apps, also fast die Hälfte oder mehr sogar, auf den Handys, laufen auf Amazon Rechenzentrum, Rechenleistung. Ja. Und das ist auch eins von den Sachen, wo man gesagt hat, geschafft haben sie das aber, weil sie sich darauf konzentriert haben, was braucht der Kunde. Ja. Was eigentlich das möglich gemacht hat, ja, und was eigentlich die Uranwendung von Big Data ist, war das Bankensystem, das Finanzsystem. Ja. Die haben in den 80er Jahren, wurde da schon begonnen, einfach umzustellen, ja, weil ein Banker sagt, super, ja, Rechner braucht man immer, ja, und je besser und schneller der Rechner ist, desto besser, weil es damals schon verwendet worden ist, um Devisen, also für das ganze Trading-Geschäft, und man dann wirklich von Stunden, ja, die es dauert hat, bis man Geschäft entwickelt hat, auf Millisekunden runtergekommen ist und im Zuge dessen, ja, indem man das dann aufs Privatkundengeschäft ausgeweitet hat, eigentlich dann die Grundlage geschaffen hat für alle E-Commerce und alle Bezahlsysteme, die wir heute kennen, die für uns jetzt selbstverständlich sind. Das hat es vor 20 Jahren in der Form noch nicht so gegeben. Das ist erst entwickelt worden, oder sagen wir vor 30 Jahren,
wo das dann wirklich angefangen hat. Ja. Und eins von den Sachen, was man da in der Zeit auch gesehen hat, ist, dass man dann auf einmal einen Einblick bekommen hat in Kunden. Ja. Vorher war ein Bankkunde einer, wo man gesehen hat, der hat so viel Geld, ja, so viel Schulden, und wo man gesehen hat, da und da kauft er so und so viel, gibt so und so viel für das aus. Ja. Was aber mit dem Online-Geschäft dann ein eigener Geschäftszweig geworden ist, ja, wo man dann nachher eigentlich auch gesehen hat, okay, je mehr wir über den Kunden wissen, desto besser ist es für uns. Also ich sage jetzt mal, grundsätzlich von den Banken ist es dann zu Unternehmen gegangen, die gesagt haben, ja, wunderbar, jetzt können wir das Internet verwenden, damit können wir jetzt endlich Geld verdienen. Ja. Weil in den 90er Jahren war es Informationsaustausch, aber es war dann die Frage, wie kann man das zum Verwenden, um Geld zu verdienen. Ja. Und das ist jetzt das, was dann schrittweise von einem Big Data, was nur für die großen Unternehmen zugänglich war, dann runtergebrochen wurde auf die einzelnen Leute, auf User. Ja. Wo man da in der Grafik sieht, da hat man dann alles versucht, zum zusammenzufassen. Ja. Und es haben sich dann ganz viele kleinere Unternehmen entwickelt, die dann gesagt haben, Moment einmal, was können wir jetzt machen, wenn wir jetzt schon den Kunden oder damals halt den Besucher in die Mitte stellen. Ja. Und dann ist aus dem Webseitenbesucher der User geworden. Ja. Und wo man dann auf einmal gemerkt hat, da haben wir ganz viele Daten, ja, die man verwenden kann, die kann man verwerten. Ja. Und die Banken waren die Ersten, die gesagt haben, passt, ja, das unterstützen wir brauchen die Daten, ja. Wir können das in ein Kundenprofil dann verwerten, ja, und sind dann so eigentlich, so ist dann das in die Investmentbranche entstanden für junge Unternehmen, ja, die wir jetzt als Startups kennen, wo das Ganze dann quasi beim normalen Bürger angekommen ist und wo man da dann quasi jetzt unter dem Schlagwort Startups Unternehmen gehabt haben, die sich darauf konzentriert haben, wie kann man neue Dienstleistungen für ehemalige analoge Kunden anbieten, ja, auf Art und Weise, wo man Geschäftsfelder aufmachen kann, wo die großen Unternehmen gar nicht mitkommen. Ja. Das heißt, die haben dann angefangen, Big Data zu verwenden, ja, um dann neue Dienstleistungen anzubieten. Ja. Und das war zum Beispiel, ja, ich habe jetzt da einfach nur eine Auswahl gemacht, das war einerseits einmal, war das im Bezahlsystem, ja, weil die Banken, die gesagt haben, passt, wir geben euch das Geld, ja, waren als erstes daran interessiert, oder auch nicht teilweise, ja, ein Beispiel von PayPal, dass man da neue Innovationen reinbringt. Ja. PayPal war deswegen spannend, weil die einfach gesagt haben, ihr braucht es lang, ja, wir machen es schneller. Und wir machen es direkt und wir sorgen dafür, dass wir das Vertrauen zwischen Kunden und Käufer herstellen. Und da haben die Banken zuerst einmal gesagt, Moment mal, wollen wir das? Ja. Mittlerweile ist PayPal von eBay gekauft worden, weil die gesehen haben, Moment, da passiert jetzt was. Das ist auf einmal der Lego-Sammler, ja, irgendwo im letzten Eck, ja, auf einmal gesagt hat, super, ja, ich kann jetzt meine Lego-Sammlung online stellen, hat Fotos gemacht, hat es ins Internet gestellt und irgendwer anderer hat gesagt, kauf ich, ja, und hat das dann zu sich schicken lassen. Ja. Und rund um das ist jetzt was entstanden, wo man ein ganzes Ökosystem hat, als Einzelunternehmer oder generelles Unternehmen, wo man den Kunden eine einfache Bezahlung anbieten kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe was, ja, ich mache ein Foto, ich stelle es online und mache dann einfach nur einen Link daneben, also halt einfach eine Verknüpfung, ja, zu dem Bezahldienst, ja, wo der Kunde einfach sagen kann, klick, passt, kaufe ich, PayPal-Profil hat mittlerweile jeder. Das geht jetzt auch, entwickelt sich weiter, ja, in eine Richtung, wo man jetzt eine reine Online-Banken hat, ja, die alles schon automatisiert anbieten, ja, wo ich sage, ich habe jetzt sogar automatisierte Rechnungslegung. Ja, das spart mir mittlerweile Zeit als Einzelunternehmer. Ich habe ein Konto, teilweise ist es sogar gratis am Anfang und dann kann ich mir um eine Monatsgebühr Dienstleistungen dazu kaufen, die mir Zeit sparen. Ja. Und das geht bis zu einer Schnittstelle zur Buchhaltung, zur Steuerberatung. Das heißt, da gehen wir jetzt hin, dass der Steuerberater jetzt im Endeffekt sagt, passt, ich habe mir deine Daten schon gezogen, ja, und man gar nichts mehr machen muss, sondern dass man da auch in eine Richtung geht, dass das zu einem Service wird, ja, wo ich als Unternehmer, auch wenn ich gerade angefangen habe, schon fix kalkulieren kann und sagen kann, passt, das sind meine Fixkosten, ja, und ab dem Moment bin ich über die Kosten drüber. Ja. Und das ist jetzt eins von den Sachen, warum ist das jetzt gleich der Anfang von der Präsentation, weil im Endeffekt ist das, wo ich sage, wenn ich als Unternehmer, egal was ich anbiete, ja, wenn ich dem Kunden nicht die Möglichkeit gebe, sofort auf Bezahlen zu klicken, dann habe ich es nicht verstanden. Weil das ist was, wo ich sage, dann ist verlorene Zeit, ja, weil der Kunde ab dem Moment sagt, taugt mir, dann kauft der Unternehmen, sagt man, ist nur mal der Link, wo er Kontakt aufnehmen kann, wenn was nicht klar ist. Ja. Und das ist was, wo man auch schaut, dass man dann einfach auch mit der Kommunikation, mit einer guten Kundenkommunikation schaut, dass man diesen Dialog treten kann.
dass ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, dass er mich fragt, wenn er sagt, Moment, hast du das auch in der Farbe? Ja, oder ich brauche ein Geschenk für meine Oma. Ja. Und da sind wir dann bei dem Punkt, den du vorher gebracht hast. Ja. Wann bringt man zum Beispiel Facebook was? Ja. Oder wie soll ich das gestalten? Weil das kann ich ja mit einer Webseite zum Beispiel grundsätzlich machen, ja, wenn ich die richtige Umsetzungsstrategie habe. Ja. Je nachdem, was für Geschäfte ich habe. Ja. Und warum ist das wichtig? Ich kann meine Firma auf Art und Weise präsentieren, wie ich das will. Das heißt, ich bestimme, wie der Kunde mich wahrnimmt. Das ist alles, was wir halt im Marketing haben, was wir vorher gesagt haben, Online-Marketing, Branding, ja, wie will ich wahrgenommen werden. Das ist alles in meiner Hand. Ja. Da kann ich mich hinsetzen und kann mir da Gedanken machen und ich kann das laufend verbessern. Ja. Und kann sagen, ah, Moment einmal, ja, ich habe jetzt was Neues entwickelt. Ja. Wie gestaltet sich das? Ja. Und der Vorteil, den man auch noch hat, ja, wo ich sage, das ist, in Wahrheit ist das was, wo keiner sagt, das will ich nicht, ist, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich rund um die Uhr gefunden werden kann. Von jedem Menschen auf dem Planeten. Ja. Und da sind wir dann dabei, wo man sagt, okay, da kann man dann dieses große Thema Big Data runterbrechen auf die kleine Boutique, auf das kleine Geschäft, ja, was halt seine Kunden in der Nähe hat, weil du Teil bist von dieser riesen Cloud, von diesem riesen Big Data Netzwerk, was wir als Internet kennen. Ja. Wo es darum geht, wie gut kann ich Ordnung einbringen in diesen Datenhaufen, so dass meine Kunden sagen, ah, passt, ja, das taugt mir, ja, ich weiß zwar nicht, was ich will, aber das schaut gut aus, klicke an, ja, und da schaue ich mir mehr an. Ja. Und der letzte Punkt, ja, den wir einfach auch in dem Kontext von Big Data auch als Vertriebsaspekt wahrnehmen müssen eigentlich, sind die Business-Plattformen bzw. die Netzwerke, die es halt gibt, ja, wo man auch Xing, LinkedIn hat, alle anderen, die es in dem Ökosystem gibt, ja, wo man sich selber präsentieren kann, ja, seine Produkte präsentieren kann. Da gibt es ja Online-Marktplätze, Plattformen, die immer wieder, also wo immer wieder neue sag ich mal, online gehen in bestimmte Bereiche, wo es nur darum geht, was taugt mir selber, wo habe ich Affinität hin, ja, wo wir vorher bei deiner Frage waren, die Sachen, die dir selber taugen, das sind welche, wo du authentisch bist, wo man sagt, okay, da macht es mir Spaß mit zum Präsentieren, ja, und ich habe einen Return of Investment, weil das ist immer das, wo man schauen muss und warum Vertrieb das Thema ist, wo man sagt, wenn man Big Data, wenn man Digitalisierung macht, schauen wir, dass wir Vertrieb reinkriegen. Ja. Nicht nur, weil es die EU-Regulierung sagt, dass man seine Kundendaten gescheit verwalten muss, sondern weil man sich damit ganz viel Arbeit abnehmen kann, wenn man das gleich auf gescheite Füße stellt. Und man hat dann einen Einblick durch diese Plattformen in die Bedürfnisse von Kunden, weil mittlerweile der Kunde ja selber, wenn er eigene Webseiten hat, eine eigene Plattform, ein Social-Media-Profil, dann teilt er ja mit, was in seinem Leben wichtig ist. Das heißt, ich kann sofort schauen, haben wir da Überschneidung beim B2B, also Business-to-Business, käme ich in ein Geschäft auf der Ebene, ja, oder gibt es Leute, für die mein Produkt interessant ist. Und das ist jetzt der Punkt, ja, warum jetzt die ganze Zeit schon Customer Journey oben steht, ja, wo ich sage, was bringt das jetzt für meine Neukunden? Weil das sind alles die Startups, die haben alle gesagt, okay, wie können wir den Weg vom Kunden, ja, von ich sitze auf meinem Sofa daheim, ja, und ich will was, ja, hin zu dem Produkt, das ich habe, ja, wie kann ich den Weg für den Kunden möglich machen, dass jetzt nicht ins Geschäft um die Ecken mehr gehen muss, sondern dass er aufs Handy geht, klickt und sagt, ah, super, ja, passt, Friseur, ja, ich möchte einen neuen Haarschnitt ausprobieren, auf der Webseite sind genau die Haarschnitte, die ich brauche, super. Passt. Ja. Ist ein Business, das schon seit 100, vielleicht 1000 Jahren gibt, ja. Aber mit der Digitalisierung kommt auf einmal wer ins Geschäft, der sagt, ja, ich bin gerade auf einem Business-Trip da, ich mache einen wichtigen Termin, ja, und ich hätte gerne einen anderen Haarschnitt. Warum? Weil man sich hingesetzt hat und gesagt hat, passt, wo will ich gefunden werden oder von wem will ich gefunden werden und welche Haarschnitte präsentiere ich mir, weil die kann ich wirklich gut. Und das ist zum Beispiel was, wo wir die Punkte haben, die sich jeder Unternehmer stellen muss, ja. Egal, ob ich jetzt neu gegründet habe, ob ich Startup bin, oder große Firma, wo findet mich mein Kunde? Ja? Ja? Also abgesehen jetzt von dem Standort, wo man sowieso ist, ja? Wenn jetzt ein Kunde ist, ich suche das jetzt, findet er mich auf Google Maps, auf dem Herold, auf andere Suchmaschinen, auf welche Plattformen, will ich, dass ich sichtbar bin. Ja? Und sind alle relevanten Infos sofort online. Das sind die Punkte, wo man sagt, okay, da ist man bei einer Online- bzw. auch bei einer Online-Marketing-Strategie genau dabei und sagt, was sind die Punkte, die einen Server besonders machen, ja, und was ist die Käuferpersona. Ja. Weil das ist ja das, wo ich sage, wie kann ich mich verbinden. Ja. Und im Marketing sagt man, okay, wir reden jetzt nicht von Pluralkunden, ja, oder von Mehrzahl, sondern man sagt im Marketing,
wer ist konkret dein Kunde? Also jetzt in deinem Beispiel, ja, weil das jetzt, wer sind deine Kunden, wenn man es jetzt konkret macht? Hast du da schon ein bestimmtes Profil, wo du sagst, okay, in deine Boutique? Ich glaube, also ich brauche jetzt eine Zielgruppe, eine fiktive Boutique. Eine Person, die jetzt reinkommt, die kommt regelmäßig, oder das ist deine Traumkundin, weil die gibt jetzt mal 5.000 Euro aus. Ja, das war meine Traumkundin die wahrscheinlich. Gerne haben. Ja. Ich schätze mal so in meinem Alter. Also ich habe jetzt Kunden. Ich habe eine Boutique, die ist so recht modern, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ja. Ja? Okay, passt. Dann. Ich bin bei der Präsentation, muss ich sagen, bin ich draufgekommen, dass ich gleich einmal in der Kundenmehrzahl geredet habe. Dann habe ich das auf Kunden geändert und ich habe es speziell für die, habe jetzt auf die angepasst. Ja. Schau. Auf deine Neukundin. Ja. Ja. Ich habe aber nicht gewusst, dass du eine Boutique hast. Gell? Ich habe mir gedacht, okay, als Kundin, ja, was wäre jetzt für die Idee, wo du sagst, okay, du hast jetzt ein Bild davon, ja, dass du die ansprechen kannst? Ja. Weil du hast auch ein Bild, weil im Endeffekt, wenn die eine Kundin kommt, ja, dann hast du im Endeffekt schon am Anfang des Monats, dass du sagst, passt, ja, und jetzt kann ich schon was für den Urlaub auf Zeiten legen, ja, oder kannst du sagen, jetzt der Rest vom Monat ist gut. Wie würdest du dich connecten mit deiner Kundin? Wie würdest du schauen, dass du die Kundin findest, wenn sie noch nicht physisch in der Geschäft gekommen ist? Online, natürlich Google, oder? Mhm. Instagram. Mhm. Macht Sinn. Facebook haben wir eh schon. Facebook haben wir ja schon gesagt. Wahrscheinlich auch auf eine von den Business-Plattformen, würde ich sagen. LinkedIn. Ja. Das war jetzt mal, was mir so fiktiv für eine Boutique einfallen darf. Was würdest du noch machen? Ich finde es von daher super, weil du jetzt auch klar, was erwähnt hast mit Instagram, ja, wo ich sagen würde, super, ja, weil das Erste, was man machen kann, ist, dass man mal die Sachen abfotografieren kann, die du hast, die besonders machen, oder auch zum Beispiel Models. Ja. Das heißt, wenn du Leute hast, wenn du sagst, du bietest da einen Styling-Service an für Leute, ja, kannst du sofort Leute einholen, ja, und sagen, passt, du machst jetzt Styling, machst super Fotos, weil das so kann er auch. Ja. Wenn du sagst, hey, du gefällst mir, du bist ein fesches Mädel oder du bist ein fescher Bursch, ja? Du kannst ja sagen, ich erweite jetzt meine Zielgruppen zu Männern, ja? Weil bis jetzt kennen immer nur die Damen von der Gegend, ja? Ich möchte jetzt auch Männer bei mir haben, weil die kann ich genauso stylen, ja? Dann holst du die feschesten Burme, ja? Und machst aber mal Styling mit denen, machst Foto, da schaust du gratis Foto, stößt das online und hast schon eine Kampagne, wo du schon mal die Leute in dein Netzwerk mitnehmen kannst, weil die kennen ja wieder Leute. Das heißt, jeder, der bei dir fotografieren war, ja, sagt mir, super, ja, das taugt mir, das nehme ich gleich aus meinem Social-Media-Profil, ja, das verwende ich, wow, das ist ein super Business-Foto, das tue ich gleich auf mein Xing, LinkedIn. Ja. Und die machen dann, verweisen dann wieder auf die, ja, weil sie sagen, Schatz, ja, geht's zu Katrin, ja, die riecht euch super her und hast dadurch gleich eine Reichweite online, die du sonst nicht hättest. Ja. Und man sagt, passt, ihr ist der Berater, würde sagen, sofort LinkedIn, machen wir gleich. Ja, Instagram noch vor Facebook, ja, weil das ist für Fotos perfekt. Ja, und du willst nur, dass die Leute einfach verlinken. Ja, und dann kann man mal schauen und dann entwickelst du das weiter. Das wäre jetzt mal grundsätzlich, wenn man sagt, ganz konkret für Kunden, ja, wie kann ich das jetzt machen, entsprechend dem Bereich, wo ich bin. Ja, also was halt mein Bereich ist, wo ich wirklich gut bin. Ja. Und das wäre jetzt auch was, wo er sagt, okay, Ziel ist einfach einmal, dass man Verbindung mit den Kunden hat. Es geht nicht nur darum, dass die einmal kommen, ja, und was kaufen und dann wieder weggehen, sondern dass man wirklich auch in einen Dialog mit dem Kunden tritt. Ja, dass man sagt, was brauchst du, ja, hat es passt, ja, dass man sagt, hey, warst du zufrieden, möchtest du mir nicht kurz was schreiben auf mein Profil? Ja, so, hey, Beratung war super, ja, darf ich das in einen Folder rein tun? Ja, und dann auf einmal kriegt er so eine Dynamik, wo wir in dem Bereich Online-Marketing sind, wo das in die Offline-Welt geht, weil wir beides brauchen. Oder du brauchst ja beides, wenn du ein physisches Geschäft hast. Beziehungsweise sind wir alle immer Ansprechpartner für die Leute. Das soll das Ziel sein, dass die Leute zu uns kommen und uns auch als Experte, als Ressource wahrnehmen, ja, und sagen, geh Katrin, was sagst denn du? Ja? Weil was dann auch passiert ist, dass dann auch, das hat die Erfahrung gezeigt, dass dann auch Business-Partnerschaften entstehen. Dass dann jemand, der einen Friseursalon hat, zu dir kommt und sagt, geh, schau mal, jetzt hast du schon eine neue Frisur, ja? Jetzt machen wir den Rest auch gleich noch mit. Ja? Oder was auch immer. Ja. Und dass dann Netzwerke entstehen, die sich dann gegenseitig unterstützen und befruchten. Gerade bei den EPUs ist das was, wo man einfach auch sagt, das ist das, was auch die Wirtschaftskammer fördert, warum man einfach diese Netzwerke hat und wo man beides einfach, wo sich das gegenseitig auch bestärkt. Ja. Weil ich habe mein Handy immer dabei, ich mache ein Foto, ja, von den Sachen, die mir taugen. Ja. Und entweder für mich selber, ja, oder dass ich es wem anderen zeigen kann, das ist schwer. Ja. Das ist aber einfach auch was, wo man sagt, okay, das wird mehr und mehr jetzt mit den Generationen, die jetzt aufwachsen, für die das schon normal ist. Ja,
Passt das für dich? Ist das was, wo du sagst, damit wärst du zufrieden? Ja, ich bin gar nicht so falsch gelegen. Ich wundere super. Mich gerade selber. Super. Perfekt. Ich denke wohl, das glaube ich. Aber was ich mich frage, zum Beispiel bei mir jetzt gerade, ich nehme jetzt mein Beispiel her. Ja, bitte. Brauche ich schon einen Online-Shop? Das wäre zum Beispiel jetzt einmal spannend, weil das ist dann das, wo man sagt, okay, welche Kanäle grundsätzlich sind für die interessant. Also wir haben jetzt so einerseits die Kommunikationskanäle, ja. Und dann haben wir aber, sage ich jetzt mal, wie kann man von online, ja, wie kann man das überbrechen auf die Sachen, die du halt physisch hast. Ja, und das wäre was, wo man die Unterscheidung, also wo man sagt, okay, Dienstleistungen nicht sofort, ja, aber du kannst Terminvereinbarungen online machen. Dass man sagt, okay, Leute können sich bei dir sofort anschauen, ja, wann hat die Katrin Zeit. Ja, oder du kannst da Möglichkeiten bieten, wo sich die Leute dann selber mal informieren können. Ja, und statt einen Kaufen-Button, ja, sagt man einfach nur, okay, Termin oder was immer du definierst, wo du sagst, das hat für dich Sinn. Ja. Also wir bringen das im Marketing oder im Online-Marketing, bringen wir das eine in den Verkaufskanal, ja, oder in dem Fall Verkaufskanäle, ja, wo man sagt, okay, wie bringe ich jetzt einfach Kunden, die von mir physisch weit weg sind oder wo ich sage, da habe ich auch, sag jetzt mal, von der Person her weit weg, weil ich es noch nicht kenne, die haben mich noch nicht kennengelernt, mit denen habe ich noch nicht geredet, aber die haben eine Empfehlung gekriegt, die haben mein Profil online gefunden, meine Webseiten. Wie komme ich jetzt dahin, dass die zu dir, entweder zu deinem Produkt physisch kommen oder zu dir? Ja? Und das ist auch genau der Prozess, wo wir richtig im Marketing sind, ja? Wo man jetzt da wirklich gesehen hat, da ist das größte Potenzial, laut der Einschätzung von den EPUs, wo wir genau in dem Ding drin sind, wie wird jemand, der Besucher ist von der Webseite, zu einem oder Interessent, ja, dass man sagt, okay, der schaut nicht nur vorbei, der interessiert sich auch, der schaut auf meiner Webseite nach, ja, schaut sich die verschiedenen Produkte an, informiert sich, ja, und dann zu einem Kaufinteressenten, ja, wo wirklich sagt, das ist ein potenzieller Kunde, weil das will ich dann im Vertrieb haben, dass ich im Endeffekt dann in mein Handy, ja, dass da dann einfach irgendwann das leitet und ich dann sage, aha, okay, ich habe eine Anfrage mit E-Mail-Adresse, Kontaktnummer, wo jemand sagt, das Produkt interessiert mich, hast du das auch in Rot, zum Beispiel. Ja? Und das ist der Prozess, wo man sagt, okay, da ist man im Designprozess eigentlich schon, ja? Wo es darum geht, wie ist das für die sinnvoll. Ja? Und da sind wir dabei, im Endeffekt, was für die wichtig ist, ist, dass so wie früher, wo du sagst, Katsching, ja? Kasse klingelt, ja? Und dass du einen zufriedenen Kunden hast, weil der das gefunden hat, womit er zufrieden ist, weil das erzählt der dann weiter. Und das ist das, wo wir online jetzt Möglichkeiten haben, die wir vorher noch nie gehabt haben, ja? Weil einfach Kunden, früher haben sie einfach geschumpft, ja, oder haben einfach schlecht geredet, wenn sie gesagt haben, ja, die haben jetzt abgezockt oder so. Ja. Wenn es nur um einen Verkauf geht, sondern da geht es um eine ganzheitliche Kundenbeziehung. Ja. Und da sind wir jetzt auch bei einem Thema, wo ich jetzt gerne schauen würde, ja, was ist jetzt gerade der Stand der Dinge auch bei den Zusehern, die wir jetzt gerade haben. Welche digitalen Dienste werden jetzt schon verwendet, ja, um das Angebot zu kommunizieren? Das heißt, ich würde gerne mal schauen, dass wir mal einen Überblick kriegen, ja, was wir jetzt schon haben. Also Auswahl war eigene Website, Online-Werbung, Social Media, Online-Shop und Marktplatz. Und es haben sich eigentlich nur zwei herauskristallisiert. Mhm. Platz 1, eigene Website und Social Media. Mhm. Was sagst du? Ich finde es eigentlich genau mit der Realität, die ich wahrnehme. Ja. Fast jeder, wenn er sagt, ich mache mich selbstständig, ist eins für die Sachen, die schon drin sind, dieser Webseiten. Ja. Also im Marketingplan. Ja. Und Social Media ist was, wo man sagt, okay, die meisten haben sowieso schon ein privates Social Media Konto gehabt. Ja. Das heißt, man fängt dann einfach an, dass man seine Geschäftstätigkeit auf dem Konto, also auf dem Social Media Konto, auf dem privaten kommuniziert, beziehungsweise dann den Wandel zu einem Business Konto macht, ja, oder sich dann wirklich ganz klar mit der Firma positioniert. Ja. Auch von der vom Prozentsatz finde ich es jetzt zum Beispiel spannend, also ich habe zum Beispiel gedacht, mir jetzt nicht gewundert, wenn noch mehr Social Media schon gewesen wäre. Ja. Das finde ich zum Beispiel spannend. Und Online-Werbung? Online-Werbung finde ich jetzt zum Beispiel interessant, weil das ja eigentlich einerseits das größte Potenzial ist, ja, wo man vorher gesehen hat, das wird von den meisten Leuten als größtes Potenzial gesehen. Ja. Und jetzt merkt man aber, dass zum Beispiel noch gar keiner das gemacht hat. Das heißt, da gibt es einfach einen Abstand zwischen, ja, ich weiß, ja, dass es wichtig ist, ja, aber es ist ein Geld, das ich ausgeben muss und ich weiß nicht, ob es ein Investment ist. Ja. Gerade EPU, oder? Vielleicht genau. Mit Social Media so der erste Schritt und wenn das gut funktioniert, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Leuten, die sich da wirklich gut aufgestellt haben mit einer Online-Strategie, dass die wirklich dann
dann gute Ergebnisse erzielt haben. Ja? Und dass dann Leute, die die kennen, die haben es dann auch gemacht. Das heißt, das ist wirklich sowas, wenn man keine Bekannten hat oder in seinem Freundeskreis oder im Business-Umfeld, in einem Tod, der es schon vorgemacht hat, ja, dann macht man es auch nicht. Das heißt, das ist wirklich so ein Zugzwang, wenn man merkt, der Konkurrent macht es oder der Kollege hat es gemacht, der hat jetzt 1.000 Euro verdient und wirklich. Also ich kenne Beispiele, wo es Leute gibt, die sagen, ja, ich verdiene jetzt 5.000 Euro auf einmal, ja, weil sie das gemacht haben. Ja. Und bis zu dem Moment, wo man nicht jemanden gehabt hat, der das sagt, dass das auch gibt, dass das möglich ist und wie man da hinkommt, ja, ist das oft ein berechtigter Abstand. Ja. Weil das ist sowas, wenn ich Angst vor dem Feuer habe oder nicht weiß, wie mit Feuer umgeht, dann tue ich mir keinen Holzofen rein, ja, sondern ins Haus, ja, sondern ich hole mir wen, der mir das zeigen kann, beziehungsweise meistens schaue ich mir das an und denke mir, das ist schon super, gell, so ein Holzofen, also das taugt mir auch, gell. Jetzt werde ich mich damit auseinandersetzen, ja, und dann beschäftigt man sich. Das Schöne ist an Online-Werbung bzw. Social Media, es ist super günstig, ja. Das heißt, ich kann wirklich anfangen mit 20 Euro im Monat. Und damit habe ich eigentlich schon gute Reichweiten, weil man durch Big Data kann man genau definieren, wen will ich wann erreichen. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wer ist mit Zielgruppen, ja, wie alt, was für Geschlecht, was für Einkommensgrenze, ja, oder Einkommensbereich, Regionalität, wo ist meine Zielgruppen. Ja, wenn ich Facebook-Werbung schalte, kann ich einschalten, okay, kann ich das auch wirklich noch mehr personalisieren, ja, dass ich das wirklich auf meine Persona, wo wir vorher gesagt haben, was ist jetzt deine Person, also deine ideale Kundin, dass man es auf die zuschneidet. Ja. Weil das Schöne ist, wenn keiner anklickt auf meine Werbung, dann zahle ich ja nichts. Das heißt, ich habe da die Garantie, dass nur Leute, die zu meinem Profil passen, das ich selber definiere, dass die dann auch wirklich das anklicken. Und was Big Data dann möglich macht, ist, dass ich mir dann wirklich anschauen kann, okay, wer hat anklickt. Ja. Idealerweise kann ich auch schon rückschließen, was war das jetzt, also wer war das jetzt aus der Zielgruppe, die ich definiert habe, ja, und ist auf meine Webseite gegangen, hat er sich für ein Newsletter angemeldet oder sie, ja, wurde das schon, also ist da schon eine Rückmeldung gekommen oder nicht, und dann kann man das laufend verbessern. Und das wird alles nicht gehen, wenn man nicht diese großen Firmen, oder früher waren es Startups, jetzt sind es große Firmen, haben, die einfach wirklich alles aufbereiten auf eine Art und Weise, wo man als kleiner Unternehmer nur mal sagen muss, war super, ja. Ich habe da jetzt eigentlich ein Return of Investment, was sich langfristig auszahlt. Weil ein ganz wichtiger Punkt, was mir immer wieder sieht, ist, dass man, wenn man eine Firma gründet ohne Investment, ja, kann man nicht erwarten, dass man viel zurückkriegt, wenn man sagt, es geht um Wachstum. Ja. Darum ist für mich das auch wichtig. Big Data macht Sinn im Kontext von, wie viel will ich wachsen, wo will ich hin, ja, in welchem Zeitraum. Und dann kann man das runterbrechen. Wir haben auch noch eine zweite Frage gehabt, und zwar war das, welche Tools bzw. Plattformen verwende ich für meine Kundenverwaltung? Zur Auswahl haben wir gehabt Microsoft Office, Offline-Kundenverwaltung, CRM-Tool und andere eigene Tools. Mhm. Spitzenreiter Microsoft Office, noch Offline-Kundenverwaltung und dann andere eigene Tools haben wir ein paar noch. Was sagst du zur Auswertung? Ja, also CRM-Tool finde ich jetzt gut, dass da nichts ist, weil das kann ich jetzt wenigstens ganz gut erklären oder es ist offenbar ein Bedarf da. Ich habe nämlich bewusst jetzt nicht dazu geschrieben, was das heißt. Ja. CRM heißt einfach nur Customer Relationship Management. Ja. Das heißt einfach nur, dass ich mit Kunden in Beziehung gehen kann. Ja. Oder dass ich meine Kunden kenne und einfach auch die Daten, die für mein Geschäft wichtig sind, dass ich die hinterlegen kann. Ja. Und der nächste Punkt ist, ja, was einfach eins von den Tools ist, wo ich mit meinen Kunden in einer Beziehung oder wo ich das verwenden kann, was ich mit meinen Kunden weiß, ist Design Thinking. Ja. Das heißt, wie zum Beispiel bei dir, wäre das was, der Prozess, wie man jetzt die Angebote, die du anbietest in dein Geschäft, wie kann man das anpassen, dass das für jemanden, der online ist, ja, dass das dann interessant wird. Ja. Oder umgekehrt der andere Weg, ja, dass man Menschen, die zum Beispiel jetzt die kennen, ja, dass die dann zum Beispiel auch für die Werbung machen oder dass man sagt, okay, du hast jetzt jemanden, der in dein Geschäft reingeht und zum Beispiel sagt, na super, ja, ich kann mir jetzt das, was immer du hast, wenn du jetzt zum Beispiel was verkaufst, ja, ich kann mir das anschauen, ja, und du kannst zum Beispiel einen digitalen Gutschein ausdrucken, wo man sagt, okay, passt, ja, wenn du das in den nächsten 4 Tagen, wenn du das haben willst, überleg das, ja, dann kriegst du bei mir einen Gutschein für 20% Rabatt. Warum? Weil der Kunde geht rein, schaut es bei dir an, sagt, ja, das gefällt mir und du kannst damit verhindern, dass er es woanders kauft. Ja, hast dann wiederum die Daten, weil wenn du dann deinen Online-Shop gemacht hast, wo du sagst, passt, alles, was du bei mir im Geschäft kaufen kannst, kannst du in meinem Online-Shop online kaufen. Ja.
dann hat der Kunde keinen Grund, dass er es woanders kauft, ja? Wenn du ihm dann nur den Rabatt gibst, weil dann kannst du auch nur schauen, okay, wenn jetzt der Online-Shop billiger ist, ja, um 20 Euro, dann kriegt er von mir den 20-Euro-Gutschein, ja? Aber bei mir spart er sich den Versand und die Wartezeit, ja? Weil ich habe es im Lager liegen. Ja? Aber er gibt dir, der Kunde gibt dir dafür seine Daten, das heißt, du hast ab dem Zeitpunkt hast du seine E-Mail, also seine E-Mail, seine Adresse, seine Bankdaten, ja? Weil er muss bei dir online kaufen, ja? Und du musst das ihm nur mehr in die Hand drucken, ja? Und hast die Möglichkeit, dass du mit ihm dann in ein Gespräch kommst, dass du nur fragst, was immer dann relevant ist, ja? Dass man dann einfach nur schaut, was braucht der Kunde wirklich, was ist das für ein Mensch, ja? Und dass man einfach nur ein gutes Kundenerlebnis mitgeben kann. Ja? Das wäre jetzt eins von den Tools, die ich jetzt auch noch mitgeben würde. Ich merke, wir sind ein bisschen jetzt eigentlich hinter der Zeit. Ja? Ja, was sagst du? Gut. Passt das noch? Passt. Weil, warum das auch wichtig ist, was wir immer wieder erleben, dass viele Leute, also wir haben auf Messen, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass dort die Leute dann wirklich sich trauen, dann gehen sie mit allem raus und sagen alles her, was sie haben. Ja? Und wo man wirklich viel Inspirationen mitnehmen kann. Ja? Also das sieht man, es gibt viele Geschenkshops, ja, die kommen dann immer mit den tollsten Sachen zurück, wenn sie auf der Messe waren. Ja. Und gerade im Digitalbereich ist es so, dass man oft super Beispiele hat, wo man sagt, okay, wie kann ich jetzt den digitalen Kunden mit dem echten Kunden verknüpfen oder was kann ich herzeigen? Ja. Und wo ich zum Beispiel jetzt als Beispiel habe, ein konkretes Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Messe sind, ja, wo die A1 zum Beispiel, also das, was man da jetzt am Bildschirm sieht, ist ein Messestand von der A1 gewesen, wo die ein Smart Home herzeigt haben. Das heißt, wo man einfach nur gesagt hat, okay, man kann alles angreifen, anfassen, ja, und man kann dann erfassen, was ist für den Kunden am interessantesten. Ja. Also für ein EPU oder für jemanden, der sagt, ja, ich habe noch ein kleines Geschäft, ist es zum Beispiel, dass auf jedem Produkt ein Barcode drauf ist, ja, wo man dann mit dem Handy hingehen kann, kann dann draufklicken, kommt dann auf eine Webseite, ja, die man dann für das Produkt erstellt hat, ja, wo der Kunde das dann gleich zum Beispiel sharen kann und sagen kann, wow, super, ja, ich share das gleich, ja, auf Facebook, ja, oder auf andere Profile. Und wo man dann die Möglichkeit hat, dass der Kunde sagt, ich finde das super, gell, bleib in Kontakt, ja, dass der Kunde dann gleich auf ein Tablet dann gleich einmal seine Daten eingibt, ja, oder gleich auf sein Handy idealerweise, wenn er den Barcode schon hat, sagt er, passt, bitte, ich möchte gerne über das Produkt oder über das informiert werden, weil was Kunden mittlerweile nicht mehr wollen, sind Newsletter, die einfach rausgeschossen werden, wo man alles rein tut, was man hat, sondern wo man sagt, nein, lieber Kunde, ich weiß, was du willst, ja, und du kriegst über das Infos, ja, und was man dann auch gleich hat, wenn man das so macht, ist, man spart sich dann die Zeit, dass man daheim Gewinnspielkarten oder was auch immer, ja, oder Visitenkarten dann wieder übertragt in sein System, in sein Microsoft Word, Excel, was auch immer, ja, sondern gleich mit der Einverständniserklärung, ja, dass die Daten verwendet werden dürfen, ja, alles automatisch, hat man gleich datenschutzkonform in einer Datenbank. Bitte, wenn Sie was macht, macht es bitte gleich so. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, ja, jenseits von Microsoft, wo ich das sofort verknüpfen kann, dass ich die Profile mit dem Newsletter verknüpft habe. Ja. Und das war jetzt auch die Frage nach den Tools, die man nimmt. Ja. Bitte, CRM-Tools sind eins von den Sachen, die das alles automatisiert machen. Ja. Und wo ich sagen kann, spätestens nach einem Jahr, wenn man selbstständig ist oder nach zwei, ist man mit einem CRM-Tool, ja, nicht dort, wo man sein könnte, wenn man schon sich eins angeschafft hätte, ja, am Anfang, beziehungsweise kann dann so weitergehen, weil Vorteil, den ich habe jetzt als Experte, wenn du jetzt sagst, du Markus, ja, ich habe das jetzt so lange so gemacht, wie kannst du mir helfen, ist, dass ich dann sagen kann, passt, ich kann deine Daten nehmen, ja, ich kann mir die alles in Form von einer Tabelle rausziehen, ja, und kann das dann mit deinem Shop verknüpfen, mit deinem LinkedIn-Profil, mit allen Plattformen, wo ich jetzt da sage, da haben wir in der Kundenakquise, hast du wirklich einen Vorteil, weil du dein Handy nehmen kannst und sagen kannst, ah, passt, ja, Moment einmal, ja, wir haben schon Kontakt gehabt oder du hast zu jedem Kunden, ja, mit dem du jemals was zum Tag hast, hast du die Daten am Handy und kannst sofort anschauen, hat er schon mal was gekauft bei dir, alle Infos und kannst dann neue Daten dazuschreiben. Ja. Das heißt, dass du sagst, ja, das letzte Mal sehr sympathischer Mensch, hat sich für das interessiert und man kann selber dann automatisiert Sachen eingeben, ja, wo du dann den Prozess definieren kannst. Ja. Das heißt, bis hin zu maßgeschneiderte Produktangebote, wo man sagt, der kriegt einen Rabatt, ja, oder alles andere, wo man dann die Tools nutzt. Ja. Ich hoffe, man sieht das auf der Grafik, wo man dann wirklich von Online-Werbung, ja, wo man dann alles eingeben kann, wo man schon weiß, das ist interessant für die Kunden, ja, bis hin zum Kauf, E-Commerce, ja, bis hin dazu, ja, und das ist der letzte Punkt. Ja. Advocacy, ja, was heißt das? Dass dann Kunden selber nicht nur sagen, passt, ich komme wieder, ja, zur Katrin, sondern
jeden, der was braucht, dem erzähle ich von der Katrin, und wo sich das dann weiter verbreitet. Und das sind Sachen, wo ich hoffe, ich habe jetzt einen guten Überblick einmal gegeben. Als letzten Punkt will ich nur sagen, was hast du zusammengefasst? Ja, für jemanden, der sagt, passt, ich habe keine Ahnung von digitalen Medien, das ist alles, was, ich bin kein Techniker. Ja. Das heißt einfach nur, schauen Sie, dass mit Kunden in einem langfristigen Kontakt sind, indem sie die Social-Media-Plattformen nutzen. Ja. Dass sie einfach sagen, okay, passt, ja. Der andere Mensch gibt mir die Informationen über sich. Das heißt, ihr, wenn ich schon weiß, was ich gerne mag, ja, dann ist es meine Verantwortung, dass ich auf das eingehe und nicht, was ausschicke, wo er einfach nur sagt, kaufen, kauf bei mir, sondern hey, ich habe was, das du brauchst, ja, weil ich bin an dir interessiert als Mensch. Ja, oder in deinem Fall, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, wo du weißt, hey, der steht vorher auf einem bestimmten Stil, ja, sagst du, ich habe auf der Messe letztens was gefunden, ja, das wird dir taugen, und dann kannst du es online stellen und dann verlinkst du ihm. Ja. Das wäre was ganz was Praktisches, ja, wo man sagt, okay, damit kann man Kunden zu Markenbotschaftern verwandeln, weil ein Kunde, der sagt, wow, der schaut wirklich auf mich, der sieht mich als Mensch. Ja. Ich bin kein anonymer Mensch in dieser Datenflut, ich bin keine Variable im Big Data Pool, ja, von Facebook, sondern ich bin wichtig für wen. Ja. Dann hast du nicht einen Kunden gefunden, sondern hast du jemanden, der dir weiterempfiehlt. Ja. Und du kannst immer in Beziehung bleiben. Ja. Und eine Sache, die wir oft sehen, ist, dass man dann ganz einfach, wenn du sagst, du hast jetzt die Leute drinnen, ja, du hast bei Social Media, du hast alle Geburtstage drinnen, ja, du hast alle Feiertage drinnen. Ja, und ich kenne das, es ist immer am Ende vom Jahr, ist dann immer so, welchem Kunden schenkt man was? Ja, ah, nein, der bringt keinen Umsatz, den können wir nicht die Dreierflaschen Wein schicken. Ja, sondern, ja, und dann muss ich immer irgendwer sich hinsetzen. Ja, und wenn ich das einmal im System habe, ja, dann weiß ich genau, welcher Kunde bringt wie viel Umsatz. Ich kann schon vorher definieren, was kriegt er, wenn er Geburtstag hat. Ja, ich schicke mal digitale Karten. Ja, muss nicht einmal irgendwas sein, wo ich was verkaufe. Es ist sogar einfach nur, hey, ich denke an dich, du bist mir wichtig, ja, du bist mein Kunde. Und wenn man sagt, hey, ich weiß, der steht sich auf Anzüge zum Beispiel, dann kriegt er dann einen Gutschein für einen Partner, ja, der Anzüge hat, und man weiß, das kann dir gefallen, ja, kriegst du einen Gutschein, ja, weil man die Möglichkeit hat. Ja. Und das sind Sachen, da sagen wir einfach, da entwickelt es sich hin, und da kann man einfach sagen, okay, das sind einfach Tools, die an jenseits von aller technischer Affinität helfen, dass man wirklich einen Unterschied macht für die Kunden. Und gerade wenn man sagt, okay, immer wieder, weil man sagt, digitales Danke, ja, man kann einfach nur sagen, ich mache jetzt online, ich mache Karten, ja, und die schicke ich dann automatisiert weg. Ich muss nicht einmal mehr dran denken, ja, das ist mein CRM-System, mein Handy macht das automatisch, ja, und da stehe ich jetzt gerne zur Verfügung. Danke, wenn es Fragen gibt, können wir die jetzt gerne beantworten, beziehungsweise du hast noch Fragen. Ich hoffe, es sind einmal interessante Inputs gekommen und neue Fragen aufgekommen. Bitte, wie ist dir gegangen? Mir ist gut gegangen. Danke, Markus. Ja? Und wir haben schon Fragen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Und zwar die erste Frage ist, welche konkreten Tools, Apps, Sales-Programme sind speziell für EPU interessant und sind auch leistbar? Was hättest du da für Vorschläge oder was würdest du sagen? Es gibt mehr. Also was ich immer wieder merke, ist, ich habe letztens zum Beispiel eine Unternehmensberaterin bzw. Finanzbuchhalterin gehabt, die auf mich zugekommen ist, und die war bei einem Business-Event und hat gesagt, ich suche Hängerinnen nach Tools für meine Kunden, damit die einen Papierkrieg in den Griff kriegen. Mhm. Und hat wirklich gesagt, ich möchte meine Kunden helfen, dass die bei mir nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen, weil ich habe kein Verständnis dafür, dass ich die Kunden nachrennen muss, ja, weil es einfach nur verschwendete Zeit ist. Und das habe ich super gefunden, weil die hat gesagt, ja, ich störe ihnen zwar eine Rechnung, aber das ist unnötige Arbeit. Ich hätte gern was. Und eins von den Programmen, oder eins von den Sachen, wo es jetzt mehr und mehr gibt, sind einfach digitale Buchhaltungsprogramme bzw. Programme, wo ich meine Rechnungen erfassen kann, wo ich alle Verkäufe direkt quasi abwickeln kann. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, ich traue mir da jetzt nicht, Empfehlungen auszusprechen, jetzt ohne dass ich den Kontext kenne, weil es wirklich einfach auch Kenntnis von der jeweiligen Branche braucht. Ja. Was ich empfehlen kann, ist auch nochmal zum Googlen, ja, bzw. einmal nachzuschauen. Es gibt Online-Konten, also eins ist einmal Holvi, N26 haben wir schon gehabt. Das sind alles wirklich digitale Banken, wo man sich ein eigenes Geschäftskonto machen kann, wo man dann die eigenen Belege schon taggen kann. Das heißt, man kann dann wirklich auch dazu schreiben, okay, da, man schreibt ein Schlagwort dazu, ich kann von jeder Rechnung ein Foto machen, ja, und kann die schon online dazu zuordnen und kann dann meiner Buchhalterin, meinem Buchhalter, gleich Zugriff darauf geben. Das heißt, ich kann einen Benutzer anlegen, wo der sich die Sachen holen kann und dann gleich mich anruft und sagt proaktiv, du, mir fehlt nur das oder das. Ja, also da bitte mal nachschauen, das war mein Nummer eins in dem Bereich. Und man kann dann sofort einen Online-Shop auch dazu hängen. Ja. Das heißt, man kann sofort als Zielkonto für einen Online-Shop machen, wo man sofort das Geld entgegennimmt und automatisiert eine Rechnung rausgeht.
Passt. Können mir negative Online-Bewertungen mehr schaden, als mir positive bringen, ist eine Frage. Puh, es gibt ein paar Hoteliers und Restaurantbesitzer, die würden das definitiv kennen, noch Geschichten dazu erzählen. Eine Sache, die wir haben, ist, also ich betreue zum Beispiel einen Kunden, der da mehrere Profile hat. Also der hat von Facebook bis Instagram, hat alles. Und also auch mit einem Restaurant. Und er hat wirklich einen das als Teilzeitstelle oder mehr als, also auf alle Fälle geringfügig ausgeschrieben, wo er jemanden bezahlt, der ihm nachschaut. Also der wirklich immer die Bewertungen anschaut. Der Inhalte postet, der einfach sich um die positiven Sachen kümmert und dann auch auf die negativen eingeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde es trotzdem empfehlen. Warum? Weil ich auch als Kunde, zum Beispiel, man sieht das bei Amazon, ne? Ich habe viele Bekannte, die sagen, Bewertungen, wo keine einzige negative ist, das kaufen sie nicht. Und das war für mich spannend, weil ich gesagt habe, stimmt, gell? Wenn ich auf Amazon perfekt 5 habe, ja, dann schauen wir auch, wie viele Leute kaufen dort oder in dem Fall, wie viel essen dort, ne? Weil das kann nicht sein, dass man es hat. Ja. Was aber wichtig ist, ist, dass dann der Verkäufer darauf eingeht. Das heißt, auf Amazon, wenn der Verkäufer sofort hinschreibt, okay, ja, das war ein Problem mit der Charge oder wir haben das schon geschaut, bitte schicken Sie uns. Ich will als Kunde sehen, dass der Verkäufer, Restaurantbesitzer, Hotelier, wer immer, darauf eingeht. Und ein Tool, auch wenn ich sage, okay, ich mache das jetzt selber, ja, wichtig ist immer, dass man sich selber um die positiven Sachen kümmert. Das muss man aktiv machen, ja. Auf die negativen muss man reagieren. Was man machen kann, ist, es gibt ein Online-Tool, ja, was man verwenden kann, beziehungsweise, ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil es sehr technisch ist, also das heißt IFTTT, Sie können es googeln, damit kann ich selber, im Endeffekt eine Big Data Suchmaschine programmieren, wo ich sagen kann, informier mich, schick mir ein E-Mail, wenn du ein negatives Review findest. Ja. Wo ich definieren kann, auf welche Seiten soll er schauen und ich kriege dann sofort alle Infos drauf, beziehungsweise so wie es halt der Kunde von mir hat, der kriegt sowieso bei jedes Review kriegt eine E-Mail und es geht nur darum, dass man dann antwortet drauf. Wenn wir jetzt speziell auf die EPU eingehen, ja, die sich ja um alles selber kümmern müssen, gerade jetzt auch bei den negativen Bewertungen, ja, das kann ja wirklich, ja, schädlichst sein. Gell? Was würdest du da raten? Immer positiv zurückschreiben, reagieren, weil die müssen das natürlich alles selber machen als Ein-Personen-Unternehmen. Was würdest du da vorschlagen in Bezug auf negativ-positive Bewertungen? Grundsätzlich, also so wie wir bei dir vorher jetzt als fiktives Beispiel gebracht haben, ist, wenn du jetzt proaktiv rausgehst, dann hast du das ja selber in der Hand, ja, was von dir als erstes sichtbar ist. Und wenn du jetzt einmal was machst, dass du jetzt zum Beispiel gratis Stylings hergibst, ja, dann hast du im Endeffekt dann schon, es ist für dich so oder so Rückmeldung und idealerweise positive Rückmeldung. Ja. Weil was sich immer auszahlt, ist, dass man dann selber einfach ein Netzwerk an Leuten aufbaut, ja, wo man einfach sagt, die kennen mich, die mögen mich, ja, und die sind erfahrungsgemäß die Ersten, die das weitergeben. Ja. Und das sind dann auch oft so die Ersten, wenn ich das oft lese, bei Leuten, die sich selbstständig gemacht haben und ich kenne die Leute, ja, da sind es oft genau die Reviews von den Bekannten, ja, also die, wo man dann schon weiß, ah, okay, das hat jetzt der Hansi hat das gepostet, ja, und dann klar wird der was Gutes schreiben. Ja. Und wo dann eigentlich die negativen Reviews eigentlich dann zu einem positiven Feedback werden können, ja, wenn man es so sieht, dass man sagt, ah, habe ich noch gar nicht so gesehen. Weil ich halt, wenn ich mich selbstständig mache, gehe aus der eigenen Bubble raus, ja, von meinen Freunden, die alle sagen, mal super, toll, ja, und gehe mal raus und habe dann mal ein bisschen kritische Rückmeldung. Und wenn man das dann versteht, dass das jetzt ein Feedback ist, das man annehmen kann, ja, dann kann man damit umgehen. Also das ist die Erfahrung, die ich mir wieder gemacht habe, wo man dann auf einmal Leute erreicht, die wirklich sagen, ah, cool, ja, also der ist wirklich gut damit umgegangen, weil oft sind sie ja, Trolls, ja, oder Leute, wo man sagt, ja, Moment, soll ich da jetzt wirklich drauf schreiben? Gell? Es ist alles dabei. Weil im Internet hat man wirklich alles, mhm, ja, und man muss sich dem auch bewusst sein. Also das ist auch was, worum ich sage, das Investment, ja, gerade als Einzelunternehmen, ist was, wo ich sage, okay, ich nehme schon mal Geld in die Hand, ja, und wo möchte ich sein? Ja? Das heißt, ich habe ein Angebot, wo ich sage, passt, ja, ich muss so und so viel Stück verkaufen oder ich muss so und so viel Beratungen anbieten, so und so viel Kunden, brauche ich, damit ich kostendeckend bin, damit ich die Sozialversicherung gezahlt habe. Und interessant wird es dann, wo man sagt, wann habe ich mein Online-Marketing, wann habe ich das herinnen, wo habe ich im Endeffekt mehr, als ich brauche, ja, damit ich die Ressourcen habe, um auf das einzugehen, ja, weil es eine Realität ist. Und mittlerweile auch, wenn ich selber kein Online-Profil mehr habe, ja, die Leute reden ja trotzdem über mich. Das heißt, man spart sich nichts. Und da merke ich, es ist kein Businessplan
ist komplett, wenn ich nicht zumindest 50 Euro im Monat als Minimum schon eingerechnet habe. Ja, ich würde 80 empfehlen, weil da habe ich auch wirklich einfach auch ein Konto, ein Tool, also alle die Tools, die man jetzt aufgezählt hat. Und ich kann mir dann auch ein Profi-LinkedIn- oder Xing-Profil leisten, wo ich dann wirklich sage, okay, ich zahle das monatliche Abo, weil wenn ich es mache, mache ich es gescheit. Und das merkt man immer wieder, wo ich sage, bis 120 Euro mehr braucht man meiner Meinung nach nicht ausgeben, ja, aber damit ist man dabei. Und das zahlt sich aus, weil man dann wirklich mit die Tools, mit den Digital-Tools, fahre dann nicht irgendwie so blind durchs Fahrwasser, sondern ich habe dann wirklich auch die Möglichkeit, dass ich es quantifiziere. Ich hab Zahlen, Daten, Fakten, wo ich sehe, so viele Leute sind auf meiner Webseite, so viele Leute gehen in meinen Shop, so viele Leute klicken das Produkt an, so und so viele Leute kaufen. Ja? Und dann sehe ich sofort, wenn ich 100 Leute habe und 2 kaufen, dann habe ich eine Zahl, mit der fange ich was an. Da geht es darum, passt. Ja? Dann fängt das Online-Marketing erst an. Weil da geht es darum, wie mache ich aus die 100 Leute, wie mache ich da jetzt 5 Leute, 10 Leute, 8 Leute. Ja? Und dann macht eine Social-Media-Strategie Sinn, weil ich will sie nutzen, damit ich mit den Leuten in Kontakt komme. Ja? Dass ich sage, bitte, ich habe einen Fragebogen, füll den aus. Ja? Und was mir zum Beispiel, also eins von den Sachen, die wir haben, ja, also ich habe zum Beispiel auf dem Handy, ja, das war die Frage nach einem mobilen CRM, ist, dass ich jederzeit habe ich die Daten auf mein Handy zur Verfügung. Ja? Das heißt, habe ich einen Vorteil, weil ich Datenschutzbeauftragter, ja, das heißt, ich weiß erstens mal, wie ich sicher oder was ich schauen muss. Und mir macht das mittlerweile keine Arbeit. Also wir haben jetzt eine Umfrage gehabt von der Wirtschaftskammer, dass immer nur 40% von allen KMUs in Österreich immer nur die DSGVO als größte Hürde oder den Datenschutz sehen, ja, was verpflichtend ist. Entweder für die Ressourcen, ja, also zeitlich oder auch finanziell. Und mit einem so einem System habe ich das gelöst. Es kostet mir keine Zeit mehr und ich habe fixe monatliche Kosten, wo ich sage, passt, ist erledigt. Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wer fragt, bitte, ich will eine Datenschutzauskunft, dann sage ich auch nur, Moment, ja, ich habe das digital drinnen, das kostet mir, wenn ich es das erste Mal mache, kostet mir 25 Minuten, ja, und dann kriegt er die E-Mail. Ja. Ich habe eh 4 Wochen Zeit dafür. Was ich aber nur kann, wenn ich das habe, ja, wenn ich es sowieso machen muss, ist, dass ich dann die Möglichkeit habe, dass ich zu jedem Kunden reinschaue und wenn mir der Kunde die Einverständnis gegeben hat, weil er mein Newsletter angefragt hat, weil er gesagt hat, passt, Cookies sind mir wurscht, ja, dann sehe ich jedes Mal, wenn der auf meine Webseiten geht, kann ich mein Tool, also das habe ich selber so eingestellt, dass ich dann anschauen kann, wenn er auf meine Webseiten geht, dann kriege ich Info, dann kriege ich, okay, passt, Charlie, ja, ist auf der Webseite und ich kann mir anschauen, was er sich angeschaut hat. Und ich weiß sofort, aha, jetzt hat er sich wieder, ja, das Produkt angeschaut oder das und ich habe dann eine Übersicht, wo ich genau weiß, was von meinen Produkten, ja, wird am meisten angeschaut. Und dann weiß ich, da muss ich was machen. Einerseits bei dem Produkt, wo ich ganz viel positive Rückmeldung habe, weil es die Leute anschauen, ja, oder wo mir wirklich Leute was schicken, ja, oder wo ich merke, wow, bei dem Produkt, das interessiert keinen, warum? Ja, ich habe das online gestellt, ja, und keiner klickt es an. Und das sehe ich, ja, dafür ist Big Data da, weil dann kann man wirklich sagen, okay, was ist Big Data Visualisierung? Ja? Und wir haben eh vorher kurz darüber geredet, ja, das ist die Grafik da auf der linken Seite. Ja? Also so das. Das ist jetzt nicht nur, weil es nett ausschaut und weil mir die Farben gefallen haben, ja, sondern weil die Farben auch im Kontext von Big Data alle für was Bestimmtes stehen. Das heißt, ich kann sagen, grün ist jetzt Kundenkontakt. Ja. Grün heißt, jemand, den ich noch nicht kenne, war auf meiner Webseite. Ja. Blau ist, der hat bei mir schon was gekauft. Damit kann ich das verknüpfen. Ja. Rot ist, das ist einer, der hat ewig lang nichts mehr gekauft bei mir und hat ein schlechtes Review geschrieben. Jetzt ist er auf einmal wieder auf der Webseite. Zum Beispiel, wenn ich mit den Kunden halt in der Beziehung bin, wenn ich mein System so gestaltet habe, dass die Kunden mir die Daten geben können. Weil das heißt Big Data, das heißt einfach nur, dass jemand, der in der Straßenbahn sitzt, ja, im Endeffekt einer Seiko, der sich gerade live auf meiner Webseite informiert, ja, und mir Daten gibt oder geben könnte, wenn ich ihm die Möglichkeit geben würde. Und das finde ich, das macht es dann spannend, wenn ich mit jemandem sage, ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen, ja, aber ah, du bist das, ja, ja, hallo, servus, ja. Wir kennen uns schon oder ich kenne dich schon online, ja? Was weiß ich. Das ist halt was, wo ich sage, da ist einmal wirklich ausgehend vom Datenschutz, ja, von der Tatsache, dass ich wirklich verantwortlich bin für die Daten, auch als EPU, dass ich mich dann auch damit beschäftige, was kann ich damit machen. Weil wenn es mir schon was kostet, Zeit, Ressourcen, ja, Geld, dann möchte ich ja was haben dafür. Und das ist im Endeffekt jetzt das Schlussplädoyer, ja, wo ich sage, wir sind jetzt genau in der Zeit, wo ich Danke sage, ja, also mir jetzt gefreut, wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass man dann auch noch sie an die Kolleginnen und Kollegen, genau, wendet, überhaupt, ja, kein Problem. Und dass wir da noch darauf eingehen.
Dankeschön. Danke, Markus, fürs Dabeisein. Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuseherinnen und Zuseher, fürs heutige Webinar. Heute Abend um 18 Uhr geht's weiter. Da schauen wir uns die Bildqualität auf Social Media an und was wir da beachten müssen. Vielleicht sind Sie wieder mit dabei. Wir freuen uns. Noch einen schönen Mittwoch. Auf Wiedersehen.